sie gesagt, bei deiner Mutter? Ich schwöre, sie hat es gesagt. Boah, okay. Ich will dieses Video beenden. Das ist ganz schlimm. Oh, dieser Zug. Instagram hat den Algorithmus verändert und es uns alle. Ich kann nicht mehr, was ist das? Oh mein Gott. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ihr habt vielleicht mein Video von gestern schon gesehen und heute schauen wir uns mal das Video von Sonny an. Denn Sonny hat auch ein Video hochgeladen, wo wir alle zusammen Wer kennt mich besser im Schnee gedreht haben. Bei Sonny ist es sogar so, dass wir es auf dem Brocken gedreht haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Brocken kennt, aber wenn ihr den Harz kennt, dann wisst ihr, dass der Brocken der höchste Berg in Norddeutschland ist. Und wir sind da halt drauf gefahren mit so einem Zug, mit diesem Brockenzug. Es war unnormal schön. Hier einmal das tolle Bild, was dort entstanden ist. Falls ihr das noch nicht auf Instagram gesehen habt, Freunde, dieses Foto ist entstanden, weil wir, also Sonny und ich, nur mit Pärchen unterwegs waren. Marcel war nämlich nicht dabei. Deswegen waren wir die Einzigen, die alleine unterwegs waren. Und wir waren so, ey, die machen so geile Couple-Bilder. Wir wollen das auch. Lass mal machen. Und dann ist das entstanden. Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich sehr, sehr lustig geworden. Jedenfalls gehen wir mal rein in dieses wundervolle Video auf dem Brocken, im Harz, im Schnee. Ey, die Idee ist aber auch einfach so lustig. Weil das Licht einfach in dem Schnee reflektiert, ist das Licht richtig, richtig gut und schön. Und es sah einfach idyllisch und geil aus. Deswegen lasst uns da mal reinschauen, Freunde. Warte, könnt ihr auch noch... Willst du nicht mit nass? Ja, oh, ich hab nur... Ja. Das geht so nicht. Das ist perfekt. Jetzt hätten wir ein Mikrofon im Hintergrund. Oh, es riecht gerade richtig ekelhaft. Ekelhaft. So ekelhaft. Frittenfett. Obwohl. Oh ja, oh, ja. Komm. Ja. Was? Auf der Suche nach dem perfekten Drehort. Ich schwöre, wir waren die ganze Zeit auf der Suche, wo können wir die Kamera hinstellen, weil wir hatten auch kein Stativ und keiner hat uns geholfen. Das heißt, wir haben gesucht, wo wir die Kamera irgendwo platzieren können, damit es gut aussieht. Und an dieser Stelle, wo wir gerade waren, waren wir irgendwie direkt neben diesem Restaurant. Es hat so gestunken nach Fett und es war so ekelhaft. Draußen. Falls der Ton nicht perfekt ist, we are so, so sorry, but we want to show you a very good experience. Upsala. Oh, es ist eigentlich perfekt. Dann müssen wir es noch weiter nach rechts drehen. Oh, es sieht aber so schön aus, wäre mal ehrlich. Oh, diese Szenen sind so schön. Okay, jetzt. Ich schwöre, ich bin so ein kleiner Schneeball. Oh mein Gott, das ist schon lustig. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir haben leider kein Mikrofon dabei, weil dieses Video gerade sehr spontan entsteht. Das hört sich aber sehr gut aber an. Wir dachten, das ist doch vielleicht total cool. Wir befinden uns gerade... Ey, ganz ehrlich, wie schön ist bitte dieses Bild? Es sieht so schön aus. So, die Sonne geht gerade so entspannt unter. Dann sind da so schöner Farbverlauf. Alle auf dem Brocken. Wer kennt den Brocken? Bitte alle mal einen Daumen nur oben nach da lassen. Kein Deutsch, aber egal. Unsere Münder stehen ein. Hier sind minus 12 Grad. Wir drehen dieses Video für euch. Während alle anderen in der Hütte sitzen und... Was ist mit mir? Kakao trinken. Das ist so geil. Genau, und das. Ey, Leute, es war wirklich minus 12 Grad, als wir dieses Video gedreht haben auf diesem Berg. Und wie komisch ist bitte dieses Wort, diese Bezeichnung Brocken für diesen Berg? Wie kann man einen Berg Brocken nennen? Das klingt einfach so scheiße. Das Ding ist, ich muss mir das auch noch ein bisschen aus dem Arsch ziehen, weil wir spielen Wer kennt mich besser. Ja. Und Celine hat sich für ihren Teil schon Fragen vorbereitet. Wir wollten es aber erst morgen drehen, deswegen ja. Dachte ich, habe noch Zeit. Jetzt ist es hier eine Kurzschlussreaktion, aber wir rocken das. Das hier ist Mona Mahoney. Hallo. Und das hier ist Celine. Folgt den beiden sehr gerne. Ich liebe uns einfach. Da seht ihr ganz viel Content von uns ein zusammen. They are my best friends. And you should support them. Süße. Yes. Guck mal, wie ich die ganzen Doppelkinn habe, weil ich da so... Ich hänge Celine. Ja, süß. Okay, erste Frage. Seid ihr bereit? Ich bin Missgeburt. Also. Gott, ich kann sowas nicht. Ich fühle mich immer unter Druck gesetzt bei sowas. Los jetzt. Also. Ach, scheiße. Ich habe mir einfach gerade was ausgesucht für zwei Lügen, eine Wahrheit. Was für eine Skulptur habe ich auf Klassenfahrt gebaut. Das kennen bestimmt auch ein paar von meinen Followern. Oh mein Gott, Leute, das Video ist ja gar nicht so lange her, okay? Und ich wusste viele Dinge nicht. Und ich frage mich jetzt, weiß ich es jetzt, was für eine Skulptur habe ich auf Klassenfahrt gebaut? Sand. Eine Sandskulptur. Eine Sandskulptur und hat irgendwas gewonnen. Aber was war das nochmal für eine Skulptur? Ich habe es vergessen. Und habe den Wettbewerb damit gewonnen. Also aus welchem Material war die Skulptur? Das habe ich aber noch das nie ist so gehört. Eine Frage. Ja, nee. Also wir haben einen Wettbewerb gemacht auf Klassenfahrt, da waren wir irgendwo. Auf Klassenfahrt? Nein, auf einer Klassenfahrt von meiner Schule. Ach so, ja. Haben wir einen Wettbewerb gemacht und ich habe den Wettbewerb gewonnen. Aus was
war das für eine Skulptur? Kaugummi. Nein. Du bist schon mal raus. Ton ist es auch nicht. Man hat nur einen Versuch. Ton ist es auch nicht, das war schon. Das zählt so eigentlich. Achso, ich wollte. Sag jetzt was. Es zählt? Nicht. Nicht. Aber ich, das ist eine Ermahnung gewesen gerade. Das ist so, Ton ist es auch nicht und dann guckt sie so. Wattestäbchen, Digga. Es ist ein Naturmaterial, Leute. Oh, Wattestäbchen, wie komme ich da drauf? Ich dachte Sand. Da irgendwas. Wie geht das denn? Ich habe einen Sandskulpturenwettbewerb gewonnen. Oh, wie cool. Echt jetzt? Ja. Das ist schon krass. Ja. Hab ich auch noch nie gehört. Ja. Okay, warte, dann ist jetzt die nächste Frage. Okay. Was war das für eine Sandskulptur? Was, welches? Ich sagte schon, es war ein Tier. Was für ein Tier habe ich gebaut? Schubi. Schubi. In der fünften Klasse. Ich war in der fünften Klasse und ich sage Schubi. Oh, Kleine. Es war ein Tier. Ich hab's vergessen. Ich schwöre, das Video ist nicht so alt und ich habe vergessen, was die Antwort war. Es tut mir so leid. Was für ein Tier magst du denn? Nase. Warte mal, Sandskulptur, das hat damit was zu tun. Mon ist so witzig. Skorpion. Ein Stern. Fischstern. Nein, eine Seeraupe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Oh mein Gott. Mon ist so lustig. Sie ist einfach... Guck mal, wie ich aussehe. Ich heule. Ah, oh, ich hab's sehen. Oh. Was hat sie gesagt? Fischstern. Nein, eine Seeraupe. Oh, eine Seeraupe. Ich check's nicht. Naja, die ist halt im Wasser und Sand und Meer, Strand. Es war ein Strandwettbewerb. Und ich habe so eine Robbe gemalt, die auf der Seite liegt und so winkt. Kannst du mal gute Fragen stellen? Okay, ja gut, hast du 0 Punkte. Ich kann nicht mehr. Es ist so geil. Beides schön. Schön, dass du mich so gut kennst. Spaß, aber da kannten wir es ja noch nicht. Deswegen kein Problem. Okay, wie viele Follower? Okay, jetzt roast ich mich gerade ein bisschen selber. Wie viele Follower stehe ich bis mir, also was, wie viele Follower fehlen mir noch, bis ich unter die 1 Million Abonnenten falle? Okay, heute Morgen waren es 70, jetzt sind es 53. Sollen wir raten? Dann dürfen wir nicht gucken. Nee, warte, ihr dürft nicht gucken und ich gucke jetzt. Leute, nämlich Instagram nehme ich gerade hops, die schränken ja große Accounts ein und ich werde die Million verlieren. Kurz dazu, Freunde, es stimmt tatsächlich, dass Instagram große Accounts, also über 1 Million besonders oder generell größere Accounts, einschränkt, beziehungsweise nicht mehr anzeigt, wie zum Beispiel ganz kleine Accounts. Also Leute mit so 10, 20, 30, 40.000 Abonnenten werden viel, viel mehr gepusht, weil Instagram kleinere Influencer, haben die, glaube ich, gesagt, mehr pushen will. Deswegen haben die jetzt eine größere Chance, um auf die Entdeckenseite zu kommen. Dadurch sind unsere Insights von uns allen, von all den Influencern, die ich kenne, wirklich jede Person, der ich folge wahrscheinlich sogar, von allen ist es so scheiße. Also alle größeren Influencer, die ich kenne, außer jetzt so jemand wie Nona oder so, der sowieso gerade im Hype ist wegen TikTok, aber TikTok ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Instagram generell schränkt einfach die größeren Accounts ein. Okay, kleinere Accounts haben dann mehr die Chance, auf die Entdeckenseite zu kommen und dann, ich meine, macht mal einen Test, geht auf eure Entdeckenseite, geht auf irgendein Bild von irgendeinem Mädchen oder so und dann seht ihr, okay, wow, die hat 400.000 Likes auf ihrem Bild, krass, oder so 40, 50.000, 100.000, Dann geht ihr auf sie drauf. Alle ihre Fotos haben so 1000 Likes, nur dieses Bild hat so viele Likes, weil dieses geistkrank angezeigt wurde. Einfach so komplett random. Diese Leute haben dann alle so 20.000, 40.000 Abonnenten. Also es sind wirklich kleinere Accounts, die dann wirklich ein Foto haben, was so komplett explodiert ist, was so richtig viele Likes hat. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, weil es macht auch irgendwie nicht so viel Sinn. Und diese Leute, die sich das über Jahre aufgebaut haben, zum Beispiel Sonny. Guck mal, das Ding ist zum Beispiel auch bei Sonny, ihre Bilder werden kaum mehr angezeigt, deswegen hat sie gar nicht mehr das Engagement wie früher und das ist einfach so, sie kann nichts dafür. Es ist einfach, Instagram hat den Algorithmus verändert und es fickt uns alle. Und es ist echt unfair und scheiße, es ist so übelst, ja, das supportet einen einfach gar nicht mehr und ich verstehe nicht, was es soll. So, es ist einfach unnormal dumm. Deswegen sagt Sonja auch gerade, dass sie unter die 1 Million rutscht. Und sie ist jetzt auch schon auf den 999.000, wenn ihr mal bei ihr auf dem Profil guckt. Also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das jetzt meine, wie ich das erklärt habe. Also leider wird man gar nicht mehr supported. Und ich werde die Million verlieren. Deswegen geht ihr jetzt mal alle bitte auf den Instagram-Account und folgt da wieder rein, damit es wieder hochgeht. Super. Also ich sag, bis jetzt habe ich noch 1 Million. 1.019.000. Okay. Und du sagst 53? Ja. Scheiße, ich kann nicht rechnen. Ich habe 1.034.000. Oh Gott, okay. Das ist so schlimm. Ich hatte mal 1.037.000. Ja. 34, das heißt, was habe ich gesagt? Ich habe 19. 59, hast ich glaub, du gesagt. Oder? Ich weiß es nicht. Ich kriege. Ihr müsst euch vorstellen, sie bekommt dann einfach keine neuen Follower dazu, weil sie einfach nicht mehr angezeigt wird, weil ihre Bilder nicht mehr gezeigt werden. Genauso wie bei mir, genauso wie bei Mone und super vielen anderen.
die werden einfach nicht mehr angezeigt. Und weil unser Content nicht mehr gezeigt wird, weil niemand das mehr sieht, wozu gibt man sich noch die Mühe? Es ist, boah, ich werde jetzt richtig depressiv, wirklich. Es fuckt einen so ab. Bei dem Punkt, oh, ist er bei, Mann, ja, ich bei dem Punkt. Super. Okay, an welchem Datum? Das ist echt gemein. An welchem Datum habe ich mein allererstes YouTube-Video hochgeladen? Sie hat ein Tattoo. 2014? Mhm. Wenigstens weiß ich das. 2014. Fuck, du. Ach, Mona, kriegt wieder einen Anfall. Ja, nein. Du warst da. Jetzt kann ich es euch sagen. Ich wusste auch, warte. Ich wusste, glaube ich, auch den Monat. Weil? Ja, toll, als ob ich mir diese Zahl merke. Ich weiß auch, dass hier 4 und 4 13. steht. Ja, wow. 13. haben wir hier. 23. Nein, da, hinten. Geburtsdatum von deinem Vater. Ja, wie hieß das? Ha? 1964. Falsch. Ist 13? 10. 11. Monat. 11. 10. 11. Nee. 11. 10. Nee. 23. 11. Ist auf jeden Fall auch integriert. 11. Monat. Ja. 11. Monat 2014. 6.11. Nein. So, jetzt habt beide einen. 4. Falsch. 14. Scheiße. 23.11. Scheiße. Boah, okay. Ich will jetzt wieder beenden. Das ist ganz schlimm. wir kommen. Die Lok kommt. Warte mal, wie spät ist denn das jetzt? Warte mal. Die Lok 16.10, wann fahren wir los? 22. Ach, ja. Easy peasy, okay. Okay. Also, wir mussten noch warten. Eine Stunde, glaube ich, so, bis die Lok wieder kam und uns wieder abgeholt hat, damit wir wieder zurückfahren konnten. Wir haben dann da oben gegessen und ein paar Bilder gemacht und sowas. Aber dann wussten wir auch nicht, wohin mit der Zeit. Und doch, da wir drehen ein Video. Ich möchte die Lok hier antun, Leute. In der Bahn weiter. Wir tun gerade so, als wären wir einfach Bekannte. Wir schaffen das. Los, nächste Frage. Ja, okay. Ja. Ding, warte mal kurz. Ich muss über deine Familie, über... Ja, warte mal. Wie viele Geschwister habe ich? Eine? Ja, super. So, das war so eine 2-2. Ja, genau. Ja. Ja. Hast du noch eine Geschwister? Ich bin gerne im Urlaub. Okay, Leute, könnt ihr jetzt laut werden. Hier fährt wirklich gerade eine Lok hinter uns. Das ist die Lok Brockenfing. Was war mein letztes? Weil das ist jetzt aktueller. Das ist jetzt ein bisschen, das könnt ihr raten. Ja. Was war auf meinem allerletzten Instagram-Post drauf? Wir drei. Ach so, das wusste ich auch. Wo du beim Schlitten gehst. Ach so, das war der Real. Selina hat recht. Das war beim Real, hat sie recht. Nein, sie hat komplett reingeschissen. Deins war aktueller. Was denn? Unser Dreierbild war mein letztes. Unser Dreierbild? Ja, das, was du gerade gesagt hast. Ich dachte, du hast danach... Hast du ein Dreierbild von uns gepostet? Ja, das so. Oh, stimmt! Ja! Oh, fuck, stimmt! Was ist meine Lieblingssüßigkeit? Baumkuchen. Kinderriegel. Kinderriegel. Ja, Kinderriegel. Schokolade. Baumkuchen. Ich liebe Baumkuchen auch sehr. Ja. Ich weiß nur, weil es eine Diskussion war. Ja. Wenn du das jetzt nicht gewusst hättest, oder? Wir haben in den Kalender auch alles nur mit Kinder reingemacht. Ja. Mit Kinder? Mit Kinder. Ihr habt da gar nichts reingemacht. Der Kalender bestimmt war von Kindern. Ja. Das hätte süß da reingesteckt. Wow, danke, dass du jedes Türchen da extra so designt hast, als wäre es von der Kinderfirma. Gern geschehen. So Mühe gegeben. Ja. Ich hab alles gemalt. Ja, boah, ja. Krass. Hast auch so perfekt zugeklebt, die Türen. Wow. Ich hab schon extra Adventskalender-Schere zu Hause. Was ist mein Lieblings-Hobby? Fotos machen. Fotos machen? Ja, das mag ich auch. Schauspielst du nicht? Nee. Mann. Was ist ihr Lieblingshobby? Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Ja, mit Freunden chillen. Weiß ich nicht. Ich meine halt, okay, sagen wir mal so sportliches Hobby. Also. Ach so. Okay, stopp. Skifahren. Oh, Basketball. Nein, das habe ich... Skifahren. Ja, Skifahren. Oh, yeah. Ja. Aber ich habe mal Basketball gespielt. Ja, aber ich meinte das. Also, ihr habt das gleich schon. Okay. Nee, ja, genau. Okay. Was ist meine Lieblingsteesorte? Rollbusch. Was ist denn Rollbusch? Ja. Rollbusch von Lille. Ja, sie war schneller. Rollbusch? Keine Ahnung. Ich sag Rollbusch-Tee, aber dann. Ich werde immer ausgelacht. Aber mir hat meine Teefirma dann geschrieben auf meine Story. Ja. Beides kann man sagen. Okay. Weil da steht ja immer Rollboss oder so. Ja, okay. Und wer sagt dann Rollboss? Ja, weiß ich auch nicht. Und nächste. Zack. Okay. Wie hieß ich damals auf der Pferdeseite, wo ich meinen Internetfreund hatte, den ich verarscht habe. Wie war... Ach, das habe ich aber nicht erzählt. Ich weiß nicht, was du gerade so ein Schneeball. Wie war mein Nickname? Ich habe die Story schon dreimal erzählt oder so. Wie war mein Nickname? So hieß auch ein Pferd in meinem Reitverein. Danach habe ich mich benannt. Ich schwöre, hast du nicht gesagt. Sternschnuppe. Mark. Nee. Mark war mein Internet-Crush. Mark war der Internet-Crush. LG übrigens. Babygirl 82. Nein, so hieß ein Pferd. Ein typischer Pferdename. Little Pony. No. Mann, Moonlight 92. Moonlight. Oh, typischer Pferd. Ah, okay. Moonlight, ich weiß es auch nicht mehr. Also es geht kein Licht auf. Sitzt in der Hänger.
Okay, okay, wartet. Was war mein Abiturschnitt? 2,3. Ich habe irgendwie voll vergessen, was meiner war. 2,3 hat sie gesagt. Ich hatte, glaube ich, 2,4. Und dann dachte ich so, okay, Sonja hat entweder ein bisschen besser oder schlechter. Aber ich habe irgendwie in dem Moment, glaube ich, gedacht, ich hätte 2,7 oder 6 gehabt. Aber 2,3 war, glaube ich, richtig. Oder 4? 2,7 sage ich. 2,4. Ich glaube schon. Was hast du überhaupt Abi-Spaß? Boah. Ich habe 2,3, glaube ich. Ich werde überlegt. Ich werde angerufen. 2,7 ist Kobi ruft an. Hallo? Sag mal, wir drehen gerade. Ja, wir sind draußen. Ich glaube, wir sind draußen. Bist du ja auch draußen? Und nächste Frage. Okay, super. Ja. Ganz dringend Pipi. Tschüss. Oh, Mona. Oh, dieser Zug. Boah, ist das so cool. Wie ist mein... Oh, das weiß aber keiner. Boah, ist das cool, dieses Geräusch. Weil wir gerade ein Video drehen. Wie viele Jahre sind Marcel und ich auseinander? Ach so. Zwei. Oh, ja, oh Gott, bei dem Punkt. Das geht ja eigentlich in Schnelligkeit. Boah, der ist so aufgeregt. Ja, voll. Ich bin, weil ich bei solchen Videos immer unter Druck stehe. Ich bin immer so... Manchmal fragt... Bei solchen Videos Mona fragen, tickt immer aus. Wie heiß ich? Und ich so... Was ist mein absolutes Lieblingsessen? Oh, Eintopf, sagt sie jetzt. Und ich war so, Digga, ich hab dich noch nie Eintopf essen sehen. Eintopf. Ja! Ja! Wow, ich hätte es niemals gedacht, dass sie es weiß. Wow. Ah, cool! Das ist ein Eintopf. Das ist ein Eintopf. Oh, Kobi! Das Würstchen, Gemüse, Eintopf. So Kartoffeln, okay. Ein Reis. Ja, und dann ist das so. Ich hatte das noch nie essen gesehen. Ja, ich esse das halt immer bei deiner Mutter. Ich kann das nicht selber machen. Bei meiner Mutter? Bei deiner Mutter. Sie hat das auch gesagt. Reis. Ja, und dann ist das so. Ich habe das noch nie essen gesehen. Ja, ich esse das halt immer bei deiner Mutter. Ich kann das nicht. Hat sie gesagt, bei deiner Mutter? Ich schwöre, sie hat es gesagt. Selber machen. Bei meiner Mutter? Ich schwöre, ich habe schon bei deiner Mutter. Alles entscheidende Frage, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie der Punktestand ist. Okay. Was war das letzte Hobby, was ich im Verein Tennis ausgeführt habe? Und kann ich es auch. Nicht? Ich kann noch nie Volleyball. Verein. Fußball. Meinst du was? Tennis, ja! Mona! Ich glaube, Mona hat gewonnen. Letzte Frage. Liebe dich, ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebe ich euch? Millionen! Wow. Komm, das war ein tolles Nein, warte, jemand muss so. Oh, das war dumm. Das ist ja, wer kennt mich besser. Ihr müsst so machen, so. Okay, jetzt so. Ja, perfekt. Okay. Okay. Halt mal, ich muss noch in den Schnee pinkeln. Du kannst doch nicht in den Schnee pinkeln. Ich schwöre, er hat dann noch in den Schnee gepinkelt, ja. Es war so lustig. Oh, wie süß ist ihr Abdingens, Outro. Toll. Und da kommt direkt Marcel, Mensch. Was geht YouTube? Marcel ist back. Okay, Leute. Oh, was ein lustiges Video. Ich liebe solche Videos. Wir müssen es öfters machen. Aber das Problem ist, wir drei zusammen, das passiert total selten. Wenn wir zusammen zu dritt sind, dann sind wir immer nur so für 1-2 Tage unterwegs und dann haben wir immer irgendwas zu tun oder so, keine Ahnung. Wenn wir uns sehen, haben wir nie genug Zeit, um solche Videos zu drehen. Wir müssen es echt mal machen. Ganz ehrlich, Leute, diese Dreierkombination ist doch so witzig. Ich kann nicht mehr. Ich liebe die beiden. Das ist so geil. Wir müssen echt mehr zusammen drehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Tschüss.